was ist ein Kino? Ein Kino ist per se ein öffentlicher Raum, ein öffentlicher Ort. Und ein Stadtkino ist ein per se vielleicht noch städtischer, also der Name sagt das ja schon. Und entsprechend geht es hier vor allem auch darum, dass das Künstlerhaus einen ganz viralen, einen ganz sozusagen prägnanten Punkt in der Urbanität auch vom Karlsplatz einnimmt. Durch die Geste zunächst diesen hohen, was wir nennen Wintergartenraum, hier zu haben, habe ich dann auch einen weiten Blick in diesen durchaus, sozusagen, wir wissen ja nicht so hohen Raum der Foyerbereiche dahinter, aber dadurch wird das auch sehr weit und tief. Also, das ist eine räumliche Herangehensweise, die vor allem zum Zweiten mir auch wichtig schien, mal alles rauszunehmen und wegzunehmen, was hier auch über die Zeit hinweg des Kinos davor, und das ist ja auch nur gut, also das passiert ja einfach auch, einfach zu schauen, was kann ich hier wieder entleeren, den Raum auch symmetrisch wieder so zu setzen. Das war auch in klarer und sehr intensiver Abstimmung mit dem Denkmalamt gemacht, um hier und vor allem auch die große Herausforderung dieses Raums waren die Säulen und die Säulenreihen. Und gerade da ging es mir darum, die nicht zu verstecken, sondern sie durch sehr sensible Einbettung und auch Setzung aller Einbauten mit Fugen etc., sie einfach auch selbstbewusst zu nutzen für das, was sie können, nämlich tragen. Also sie tragen den Kinosaal. Der Kinosaal ist jetzt auch freigelegt durch diese Öffnung hier beim Eingang. Also ich weiß, da dahinter ist das Kino. Und das andere ist, die Säulen tragen ganz sozusagen feine, minimalistische Ablageboards, aber auch, sie tragen auch die Kassa. Die Kassa schwebt, also sozusagen die Säulen halten die Kassa am Schweben und sie lassen auch alle Bänke und alles, was an den Säulen sozusagen montiert ist, ist frei auskragend, was mir auch wichtig war, um damit sozusagen dem auch einen Sinn zu geben. Also grundsätzlich die große Herausforderung jetzt hier in diesem Raum selbst war ja und ist nach wie vor diese kulturelle Wohngemeinschaft, dass hier sich das Künstlerhaus im Zusammenhang mit der Möglichkeit, den linken Mittelsaal zu erschließen, eigentlich einen zusätzlichen Eingang mit hier gestaltet hat, dass es auch hier eine Gastronomie, eine sozusagen mehr als zuvor nur Kinobuffet, ein Gastronomie, Ludwig und Adele einzieht und zuletzt und nicht zuletzt, sondern zuallererst, dass ein Kinofoyer ist. Und wenn nun Kinofoyer und damit Kino etwas ist, nämlich die Möglichkeit, dass jeder Mann und jede Frau jederzeit zum einen sich, also hier auch Gastrecht hat, ja, im Sinn dessen, ich kann hier auch aufs WC gehen, ohne was konsumieren zu müssen, ging es mir vor allem darum, dass ich sage, es muss möglich sein, in diesem Raum Orte zu schaffen, wo ich nicht konsumieren muss, ja, die konsumfrei sind, Orte, wo sich das überlagert und natürlich im Sinn von Ludwig und Adele auch, wo ich eben sozusagen mein Mittagessen oder Abendessen oder mein Glas Wein trinke. Und das hat sich konzeptuell so nicht, also natürlich muss man das räumlich setzen, das heißt viele der Nischen, eigentlich alles, was in dem dunkelblauen Leder ist, ist auch wirklich gedacht als konsumfreie Zone. Das ist abgesprochen mit den Gastronomen, dass hier nicht konsumiert werden, also nicht sozusagen nichts gekauft werden muss. Man kann hier reinkommen und kann sich sehr Jause mitnehmen und die auch hier essen, während man auf den Film wartet oder sozusagen abhängt. Und man kann aber selbstverständlich sich auch was holen. Und das auszubalancieren und damit auch der Gastronomie deutlich zu machen, dass das auch eine Qualität ist. Das ist wie wenn ich auch vielleicht in einem Bahnhof oder in jeder Form von Wartezone gehe ich hier dann vielleicht auch gern wiederum zu Ludwig und Adele und genieße es zu sehen, wie auf der anderen Seite Menschen schlicht ihre Zeitung lesen, auf den Kinofilm warten oder Kino selbst danach besprechen. Und ich bringe hier in dem Zusammenhang oft gern Siegfried Krakauer, Film- und Kulturtheoretiker, der auch ein gelernter Architekt war. Und der ja dieses schöne Zitat oder die schöne sozusagen Analyse gebracht hat, dass letztlich sozusagen Kino dem, was man tut in einem Foyer, nämlich dem Warten, sehr ähnlich ist strukturell. Und diese Möglichkeit,
Mußezeit oder Auszeit zu haben, soll hier allen möglich sein, eben auch gerade, wenn man nichts dabei hat, um sich was kaufen zu können. Man kann ein Kino, ein städtisches Kino, ein Stadtkino im Künstlerhaus nur sehen, im Grunde sozusagen von dem Moment, wo ich am Karlsplatz aus der U-Bahn aussteige und von mir aus bei der Kinosaaltüre ins Kino reingehe. Das heißt, und das trifft sich aber auch zusammen mit im Grunde dem Raum, den das Künstlerhaus hier auf dieser Seite des Stadtkinos auch selbst als Eigentümer besitzt. Das heißt, Ziel ist es, gemeinsam mit dem Künstlerhaus und auch Ludwig und Adele, die hier auch Interesse haben, hier aktiv mitzuarbeiten und natürlich durch die Bespielung des Kinos auf gerade der Kinoseite oder vielleicht von der Kinoseite her das Künstlerhaus wieder rausschälen aus seiner Ummantelung, aus seiner Werbefläche und zu einem kulturellen Ort zu machen, indem wir zuallererst den Raum, also mit dieser schönen, hochgewachsenen Esche beim Seitenausgang vom Kino im Süden sozusagen zum Karlsplatz freilegen, dort einen Schanigarten organisieren, vom Oktogon wieder raus können, sozusagen den barrierefreien Zu- und Ausgang aktivieren durch diesen Schanigarten durch. In zweiter Konsequenz auch die Arena, also diese Treppenanlage, wieder so gestalten, dass sie sicher zugänglich ist. Da muss zuallererst sozusagen das Gerüst auch hier weg und dann bis zur Passage eine heterogene, vielseitig benutzbare, eben hier auch wieder, manchmal quasi, wenn es ein Schanigarten ist, oben in Kombination mit dem Restaurant, aber auch großflächig konsumfrei, nutzbar, sowohl für die Schule da drüben, als auch quasi für Ausstellungen, wie es bislang auch ist, von der Passagengalerie, als auch für größere Events, Veranstaltungen, Konzerte, die wiederum vielleicht auch in Kombination mit Gastronomie gemacht werden. Das ist vielleicht ähnlich, damit hätte man schon zwei starke sozusagen Schwerpunkte, Brut und hier die Seite des Kinos. Und das zusammen zu denken mit auch hier, wenn auch die Fassade saniert ist, dass man sagt, man müsste angehen, selbstverständlich den Hauptzugang zum Künstlerhaus, sich anschauen, okay, es ist in der Tat eine städtebauliche Absurdität, da einen Fahrradweg und die Form sozusagen der Verkehrsführung unmittelbar vorm Eingang. Das müsste man mit der Stadt verhandeln, diskutieren, wie grundsätzlich ist vieles, also es, wie immer wieder gesagt, dass es notwendig ist, hier auch sozusagen sich selbst in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, man ist selbst ein anständiger Player im Sinn der Öffentlichkeit und des öffentlichen Raums. Und dann kann man auch die Stadt in die Pflicht nehmen und sagen, auch hier, bitte lasst uns gemeinsam hier den Straßenraum, den Raum sozusagen gerade vorm Künstlerhaus und rund ums Künstlerhaus auch gestalterisch so setzen, dass er im Grunde nicht Abstellplatz ist für alles und nichts, sondern hier einen zentralen Ort und bespielbaren im Rahmen von auch im größeren Kontext Karlsplatz bietet. Wie ich aus dieser Situation heraus Brut und Stadtkino im Künstlerhaus die Gesamtsituation analysieren würde, ist, dass ich im Grunde fast akupunkturmäßig oder aus dem Kleinen heraus das Groß rausschäle, also natürlich mit einer großräumigen Perspektivierung. Ja. Das heißt, dass dieses Gebäude quasi so viel Synergie zwischen seinen eigenen einzelnen Programmierungsmöglichkeiten finden kann, dass ich im Grunde natürlich nur muss man davon träumen, dass dauerhaft mehr Ähnliches wie Shirley zum Beispiel passiert. Dass ich sage, ich gehe ins Kino, ich gehe in die Ausstellung gleichzeitig, ich trinke einen Kaffee, höre mir am Abend ein Konzert an. Das ist ja unglaublich, dass ich das alles im Brut oder im Theaterstück, dass ich das alles im selben Haus machen kann. In dem Moment, wo ich was angreife, dann mache ich es ordentlich und nicht in zu vielen Schritten. Das heißt, eine gute Analyse, was alles im Argen liegt, und aus dem heraus dann sozusagen mit der Perspektive eines Gesamtkonzepts in den Schritten, die dann aber auch leistbar sind. Und ich glaube, was toll wäre, wenn sozusagen dieser Umbau, also auf dieser Umbau des Stadtkinofoyers im Künstlerhaus es schafft, wirklich sozusagen fast so implosionsmäßig oder explosionsmäßig hier einen Teil, einen städtischen Raum wieder
freizuschälen und zu aktivieren, dann ist das auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass man sozusagen aus so einer fast so Bottom-up-Perspektive machen könnte.